Und wir wollen damit nach Saporischschja schauen zu Paul Ronsheimer, der mitten im Kriegsgebiet also ist. Paul, welche Informationen hast du denn über den aktuellen Verlauf und kommt die Gegenoffensive der Ukraine tatsächlich jetzt in Fahrt? Es ist tatsächlich so, dass die Ukrainer in bestimmten Gegenden Fortschritte machen. Einerseits hier in Saporischschja, wo einzelne Dörfer befreit worden sind. Aber das sind teilweise Dörfer, wo nur 2, 3 Häuser stehen. Also es ist keine große Entwicklung. Dann gibt es bestimmte Fortschritte im Bereich Bachmut, die Stadt, die ja erst jüngst komplett von den Russen erobert worden ist, und im Bereich Donetsk. Tatsächlich sagen uns Quellen in der ukrainischen Regierung und auch Experten, dass diese Offensive eben in Teilen in Gang gekommen ist, aber dass die Haupttruppen und die große Anzahl an Gerät noch nicht eingesetzt worden sei, sondern man weiterhin prüft, in welchen Ecken man vorstoßen kann. Wie würdest du dann die Meldungen aus Moskau interpretieren, dass Putins Truppen auch diese Angriffsversuche angeblich abgewehrt hätten? Tatsächlich ist es so, dass gerade wenn man sich anschaut, was russische Blogger berichtet haben, ist Ende letzter Woche Richtung Wochenende so aussah, als könnten russische Truppen tatsächlich Angriffe sehr gut abwehren. Sie waren dort sehr optimistisch, diese Blogger, bei denen man natürlich vorsichtig sein muss. Aber interessant ist, dass diese Stimmung umgeschwenkt ist. Spätestens seit gestern heißt es, dass die Ukrainer einzelne oder die erste Verteidigungslinie hätten teilweise durchbrechen können und dass es sehr, sehr schwierig und sehr heftige Kämpfe sind. Und das ist auch das, was wir von den Ukrainern hören, dass gerade hier in der Region Saporischschja eben an bestimmten Dörfern Fortschritte gemacht worden sind. Und man ist optimistisch, das höre ich auch aus der ukrainischen Regierung. Aber Paul, Zeit spielt ja eine wesentliche Rolle. Das ist ein Faktor. Und Russland hatte auch viel Zeit, sich vorzubereiten, um Verteidigungsanlagen aufzubauen. Die deutschen Panzerlieferungen sind zu spät gekommen. Wie würdest du das einordnen jetzt in diesem Kontext der Gegenoffensive? Eines ist ganz klar, hätte Deutschland früher geliefert, dann wäre die Ukraine jetzt schon viel weiter. Wir erinnern uns, wie General Saluzhny schon vor vielen, vielen Monaten, fast ein Jahr ist es her, gesagt hat, man brauche eben hunderte Panzer, um da durchzukommen. Und das war noch eine Zeit, wo Russland sich eben noch nicht so vorbereiten konnte. Und sie hatten jetzt mehrere Monate, fast ein halbes Jahr Zeit, um diese, du sprichst es an, festen Verteidigungslinien zu errichten. Das sind 3 Linien. Russland hat dort auch erheblich Minen eingesetzt und das ist höchst kompliziert für die Ukrainer da durchzustoßen. Und deswegen kann man zum jetzigen Zeitpunkt auch noch nicht sagen, ob diese Gegenoffensive erfolgreich sein wird. Das wird man erst sagen können, wenn sie tatsächlich weitere Verteidigungslinien dort durchdrungen sind. Und das wird noch wahrscheinlich Wochen dauern, wenn es denn passieren sollte. Jetzt gibt es ja sogar Berichte von den Russen, dass sie ein Leo 2A26, das ist einer der modernen Panzer, vernichtet hätten und auch mehrere US-Schützenpanzer Bradley. Hast du irgendwelche Informationen darüber? Auch ein Iris-T, Luftabwehrsystem, soll ja getroffen worden sein. Ist das tatsächlich jetzt russische Kriegspropaganda oder tatsächlich in irgendeiner Form zu belegen? Zum einen ist es russische Kriegspropaganda, denn natürlich versucht Russland, jeden deutschen Panzer, den man trifft, den man beschädigt, als große Wende darzulegen und als tatsächliches Symbol dafür, dass die Ukraine nicht weiterkommt. Wir hören aber auch aus unseren Quellen, dass tatsächlich mehrere Leos getroffen wurden, nicht nur deutsche, auch finnische. Von bis zu 7 ist die Rede. Das können wir aber nicht komplett bestätigen. Da heißt es, dass einzelne beschädigt worden sind, andere auch komplett getroffen. Was das Iris-T-System angeht, so hören wir, dass das eben nicht zerstört worden sein soll. Zwar habe es da einen Angriff gegeben und sei es knapp gewesen, aber dieses sei nicht komplett zerstört worden. Paul, wir müssen aber auch während dieser Kriegsverläufe jetzt noch mal auf die Folgen des geborstenen Staudamms schauen. Welche Rolle spielen denn jetzt diese Wassermassen, die ja immer noch vorhanden sind, für beide Kriegsparteien?
Es spielt eine erhebliche Rolle, was dort passiert ist. Zum einen militärisch, weil die Ukraine an bestimmten Stellen eben nicht durchkommen kann, weil das Wasser dort zu hoch ist, weil dort auch Minen in einer unkontrollierten Art und Weise an verschiedenen Stellen jetzt sind. Das ist hochkompliziert militärisch. Dann bedeutet es natürlich für die Ukraine, dass sie einen großen Aufwand betreiben müssen, um eben Menschen dort zu retten, um sie zu unterstützen, um auch eine Naturkatastrophe in den Griff zu bekommen oder weiter zu vermeiden. Das ist wirklich ein Riesenproblem für den ukrainischen Staat. Man muss sich das vorstellen, ein Land mitten im Krieg und jetzt auch noch das, schon jedes Land, wo eine Überflutung, eine Flut herrscht, ist teilweise überfordert und die Ukraine muss das im Krieg hinbekommen. Was die Russen angeht, kann man sagen, dass auf der russischen Seite es ganz, ganz schwierig ist, was Rettungsmaßnahmen angeht. Der ukrainische Präsident Zelensky hat immer wieder kritisiert, dass die UN und andere eben in diesem russisch kontrollierten Bereich nicht unterwegs sind. Und da scheint die humanitäre Lage noch komplizierter zu sein. Militärisch kann es das eine und das andere bedeuten. Die Russen sagen, dass sozusagen ihre Verteidigungsanlagen ja auch durch die Flut dort zerstört worden sind. Gleichzeitig bedeutet es aber, dass sie eben kurzfristig in diesem Bereich oder diesen Bereich nicht verteidigen müssen, weil dort kein Angriff der Ukrainer zu erwarten ist. Paul Ronsheimer live aus Saporischschja mitten im Kriegsgebiet. Paul, du und dein Kameramann, bitte passt weiter gut auf euch auf. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.